Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Worldwide 2. Wir waren letztes Mal hier im Pokémon Center stehen geblieben, obwohl ich zugeben muss, ich habe wieder gefailt. Wenn ihr wissen wollt, wie, nach der Aufnahme habe ich einfach den Emulator geschlossen, ohne zu speichern, weil ich weiß nicht, ich war in meinem Film. Ich habe keine Ahnung, warum ich das getan habe. Naja, ich musste halt... was da passiert, ja, das quasi, da hatte ich noch Staralili, im letzten Speicherstand hatte ich noch Staralili, so, und ja, naja, wir geben, Deathwing, gehen wir jetzt mal, so, für Tackle, Rückkehr, ja, das ist ein richtig krasser Step, also, Rückkehr generell, wenn du das, Normal-Pokémon spielst, das ein hohen physischen Angriff hat und das auch noch eine richtig krasse Zuneigung hat, dann macht das Damage en masse. Und ich glaube, der fette Wanderer... Naja, warte, ich nehme mal zur Sicherheit. Zur Sicherheit. Wir haben noch Felicia in der ersten Arena, aber ich habe kein Pokémon, das die wirklich effektiv trifft. Vielleicht finde ich ja eins in der Nähe vom zweiten Morden, wo wir uns jetzt hinbegeben. Dann würde ich die natürlich besiegen. Hey, oh Gott, Bell wieder. Oh, tut mir leid, ich habe vergessen, den Pokédex abzugraden. Die Habiatlist. Ach so, das zeigt mir an, welches Pokémon sich wo befindet. Nein, soll ich mich nochmal erklären. Und ein Tipp. Ach so, wackelndes Glas. Oder? Meinte doch gerade wackelndes Gras. Naja, ist mir auch egal. Kinderspiel. Oh Gott, dieser fette Wanderer. Hey. Das glitzernde Ding, da, das ist der Basisorden. Aha. Aha, der will mir zeigen, wie die Welt da draußen ist. Rock'n'Roller. Ja. Zum Glück. Komm mal einfach Fake Out. Pam. Guck, wie viel zieht das? Gar nichts. Naja, das wäre wieder ein Fail geworden, hätte ich nicht mein Oshawott mitgenommen. Wäre es aber auch nicht, hätte Rabotz von einen vernünftigen Kampfmove. Ich weiß nicht, warum das so schwer ist, einen Kampfmove zu lernen. Ich habe keinen Schimmer. Ja, komm, Watergun. Außerdem war das Fake-Out gut, LOL, dass man nicht mehr One-Hit. Okay. Ich würde sagen, der Mogelhieb war gut, um die Robustheit zu umgehen. Ja, Robustheit, für die Leute, die es nicht wissen, kann ja auch Leute geben, die sich nicht mit Pokémon auskennen und es trotzdem gucken. Robustheit sorgt halt für dafür, dass das Pokémon kein One-Hit kassieren kann. Das ist quasi ein Fokus-Gurt. Ja, Fokus-Energie. LOL! So... So. Lass mir nicht scheiße glauben, was es kann. Ah, Riolo. Ja, komm, Karate Kid. Zeig mal, was du kannst. Karate Kid, Alter. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass mir das nicht aufgefallen ist. Und Fake Out. Ja, man merkt, ich bin ein bisschen overlevel, aber ich glaube, das wird sich mit der Zeit ändern. Oh, die Quick Claw aktiviert sich. Das ist ja nice. LOL. Und das ist noch so. Boah, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Tiefschlag war das aber nicht. Oder? Nee, das war Sucker Punch. Wooper! Filino. Ja, wusste ich doch. Komm, tackle mir einfach. Zack. Oh lol. Okay, Matzwort. Das ist kein Problem.
Felino und Morlord sind eigentlich auch. Ist eigentlich auch ein cooles Pokémon. Und die krasse Pflanzenschwäche sackt mich hier richtig an. Weil ich weiß nicht, was in diesem Hack alles eine Pflanzenattacke drauf hat. Müsste allein nur ein Pokémon mit Kugelsaat kommen. Weiß ich, ein Techniker kann Pilz mit Kugelsaat. Dann bin ich vorbei. Naja, lass mich vorbei. Ne, das kann man ja nur in einem neuen, glaube ich. Ja, komm, healen wir einfach mal schnell. Da, Potion. So. Oh, ich freue mich schon auf meinen Staraptor. Mit Kehrwende, Sturzflug, Nahkampf und Ruheort. Oh, das wird so schön. Ich freue mich, wie das da alles durchsweept. Nur. Nidoran. Ich habe Nonono gelesen. Ja, Nidoran männlich. Nidoking ist eigentlich auch richtig cool. Vielleicht benutze ich eins, wenn ich mal ein Nidoran finde. Vielleicht benutze ich es. Nee. Oh, gehe ich jetzt das Risiko ein? Komm, no risk, no fun. Selber nice Poison Sting, ja, okay. Ja, Crit und den Gift Hacks, leck mich doch. Komm, was Doppelkick, Alter, bitte, 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 nein, oh, nein, ich bin tot. Shit! Zum Glück habe ich keine Nass. Ja, okay, bei der Nasslock, da würde ich direkt Gift heilen. Ja, komm, Quick Attack und so entsenden. Leute, ich passe echt nicht auf bei sowas. Ach, scheiß drauf, ganz ehrlich. Mir ist es halt egal, ob ein Pokémon drauf geht oder so. Ist einfach so. Ja, was gibt's eigentlich zu erzählen? Ja, diese Woche ist Gamescom-Woche. Und ich. Ah, der Esel, ne? Also Erik, zwei Kollegen von uns und ich werden dieses Jahr auf die Gamescom gehen. Für Erik und mich ist es das erste Mal auf der Gamescom. Ich glaube, die anderen zwei, die waren schon mal da. Ich glaube, die fanden es nicht so geil, weil einfach zu viel los war. Naja, werden wir ja sehen, wie das ist. Und wir fahren am Freitag hin. Ja, wo das Video kommt, da ist die Gamescom wahrscheinlich schon ein, zwei Wochen vorbei, mindestens. Komm mit mir zwei. Ja, hohes Gras. Ob es da andere Pokémon gibt? Ja, da, in dem Gras gibt es stärkere Pokémon und, noch geil, eine Angel. Ich guck gleich mal, was es hier gibt. Ja, in diesem hohen Gras gibt es stärkere Pokémon als im normalen Gebiet und es kann zu Doppelkämpfen führen. Also, wilde Pokémon im Doppelkampf. Ja, der geht da jetzt gucken. Oh, geil, das Item. Ist das irgendwas anderes? Ein Great Ball. Ja, ich geh gleich mal gucken, wie das aussieht, was man da so alles angeln kann. Oh, Toxipad. Vollgeschmack auf die Arena oder was? Fake out mir mal das da. Und killen das hier mit einem Flügelschlag. Boah, so ein Spaß. Wenn Deathwing so reinhaut. Ultra-Kombi, die zwei. Ich freue mich schon, wenn Rabaut sich entwickelt hat. Lol, egal. Wenn Rabaut sich entwickelt hat und nicht da mein geiles... Naja, ich werde es noch nicht verraten. Kann sein, dass manche Leute dann nicht drauf kommen. Ich würde sich eh kaum einer angucken. Swinup. Quiekel. Naja.
Ist mir egal, was es hier gibt. Ich guck vielleicht später nochmal. Ich guck vielleicht Oscream mal vorbei. Aber was ich jetzt noch gerne erledigen will, ich würde gerne mal gucken, was man hier alles Geiles angeln kann. Wie mache ich das nochmal? So. Genau. Super Rod. Wie war das nochmal hier? Wenn so ein Ausrufezeichen kommt, ne? Nicht mal. Ich glaube, ja, okay, schon nicht zurück. Gucken wir mal da. So. What the fuck? Ich will nur wissen, was es hier gibt. Können wir nicht erzählen, hier gibt es keine Pokémon. Jawohl. Und es gibt so. So irgendwas Cooles. Oh, Mushas! Ja, das ist doch geil. Mushas sind cool. Das ist ein Aussatz und dann mit Wertelink und dann Eisspeer und hast du Nadelraketen. Ja, kann das Nadelraketen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Austoss richtig cool. Oh lol. Komm, guck mal noch ein Pokémon. Wenn es Mushas ist, gehe ich jetzt, wenn es was Geiles ist. Guck mal. Okay, wieder Mushas, gehen wir. Gehen wir weiter. Ich will noch. Okay, diesen Part kommen wir nicht mehr in die Stadt. Ey, ich trödel viel zu krass rum. Das ist ja nicht mehr normal. Ja, komm, hier suchen. Hier gucken wir auch nochmal. Und was kommt? Naja, wie gesagt, Gamescom. Ich möchte auf jeden Fall. Boah. Was ich auf jeden Fall antesten werde, ist FIFA. Da freue ich mich schon richtig drauf für PS4. Was will ich mir dieses Jahr eigentlich alles für Spiele holen? FIFA, COD und Destiny. Ja. Das sind die Spiele, die ich mir dieses Jahr kaufen werde. Oh, und die hat ein Nidoran weiblich. Ganz passend. Ja. Und ich werde versuchen, nachdem ich die ganzen Spiele habe, werde ich mir ein neues Headset kaufen. Und ich hoffe, da ist die Qualität besser als jetzt, weil dieses Rauschen, das gefällt mir nicht. Bin ich ganz ehrlich. Okay, wenn das vergiftet mich das nicht. Ja, kritte mich. Kein Ding. Das mit dem Rauschen, das gefällt mir gar nicht. Und ich habe das Gefühl, ich bin viel zu laut. Also, nicht das Gefühl, ich bin viel zu laut. Ich verstehe das nicht. Ich kann das Mikro noch ein Stück weg machen, aber ich weiß nicht, ob ich dann zu leise bin. Naja. Auf jeden Fall. Ja, Gamescom, wird cool. Mal gucken, ob man alles an YouTubern trifft. So. Also jetzt an größeren YouTubern. Oh, Miracle Seeds. Wer kommt? Ich glaube, nach der kommt keiner mehr. Ich glaube noch. Die oder keiner mehr. So, die. Du uns Spaß. Ach! LOL! Das kann. Dummwiesel kann echt bulky sein. Ja. Boah, ist das mal ein Crit? Scheiße. Ja, lol. Mach ich mal den Switch. Mal gucken, ob da ein Flügelschlag mehr bringt. Ein Step-Flügelschlag. Oh Gott! Und ich switch. Oh, okay, komm. Gucken wir mal. Und das was bringt. Wird es ein Two-Hit? Nein. Scheiße, Alter, was mach ich jetzt? Würde mich weghauen. Oh, schau was. Zum Glück habe ich es noch dabei. Alter Vater. Das wird mich voll weg. Bam. Table. Defense Drop. Hau rein, Oshabot. Mach ich jetzt. Ich hätte wird alles one-hitten. Richtig, ich lass jetzt flinchen. Fuck you.
So, und jetzt. Was kann mich denn? Scheiß Roller. Oh. Damit ist. Oh, Verfolgung, ey, im Ernst. Ich versuche nächsten Part, versuche ich mehr. Also mehr zu schaffen. Das ist ja nicht mehr schön. Boah, ist das schön viel Erfahrung. Naja. So, warte, ich sammle noch schnell das Item an und guck, ob dann noch Dire Hit. Ja, guck ich. Oh, das ist nur ein Doppelkampf. Ja. Naja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.